Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Resident Evil 4. Flattern die noch da oben rum? Ich weiß nicht, buggen die irgendwie fest? Wir versuchen mal was. Kann natürlich sein, dass sie jetzt einfach runterfallen. Aber die könnten auch da landen. Oh, die landen auf dem Boden, das ist gut. Sag mal. Ist es denn wahr? Okay. Ich merke schon, ich bin inkompetent. Hätte ich das mal eher gewusst, dass der einfach runterfällt. Komm, sei blau. Ah, das ist grün, ne? Und das ist einfach gar nichts. Aber es ist gut, dass ich hier bin. Okay, die Jungs hinter mir jagen was. Komm, sei blau. Warum ist denn hier jetzt alles so Dingsy? So ausgeblurrt irgendwie. Viel zu hell. Oh, aber da kommen noch welche. Ich habe noch eine Chance. Los, kommt rein. Irgendeiner muss mich ja treffen. Nein, wann muss ich denn jetzt nachladen? Ärgerlich. Och Mann, ich brauche einen blauen. Nein. Ich brauche halt echt einen blauen. Okay, ich weiß nicht, wo der runterfällt. Sehr blau. Oh. Kann doch nicht wahr sein. Ah, hier ist noch eine dritte Höhle, oder? Ne, ich kam von da. Vergesst, was ich gesagt habe. Nirgendwo ein Blauer. Oh.
Da ist ein Schalter. Ich drücke einfach überall drauf. Kann nur schief gehen. Boah, das wäre fast schief gegangen. Ah, ich habe den mittleren aufgehalten. Okay. Das sieht halt auch nicht gut aus. Das sah halt wirklich nicht gut aus eigentlich. Was sagt die Map? Ich habe euch gesagt, ich bin ein paar Mal viel gestorben. Mann! Ich habe mich ja von Luis dreimal schießen lassen und so weiter. Toll, ich dachte, das ist ein Knopf. Perfekt. Komplette Krone. Hui! Hier fehlt halt blau, ne? Ärgerlich. Na, da könnte man vielleicht noch Glück haben. Vielleicht. Brief von Ada. Wenn ein La Plaga geschlüpft ist, ist es fast unmöglich, ihn aus dem Körper zu entfernen. Vorher kann man ihn jedoch neutralisieren. Im Notfall kann man ihn auch operativ entfernen, bevor er adultes Stadium erreicht hat. Aber das ist nicht leicht. Das Risiko, die Operation nicht zu überleben, ist hoch. Soweit ich weiß, wurde dem Mädchen vor dir ein Ei injiziert. Ihre Zeit läuft. Du solltest dich aufs Schlimmste gefasst machen. Danke für diese aufbauenden Worte, Ada. Aber wir haben alle Dateien auf jeden Fall aus der Burg. Das heißt, da kommt nicht mehr viel. So, plüpp. Das lassen wir mal kurz. Falls Ashley wieder irgendwas hat. Sommerfremd. Verkaufen. Is that all? Is that all? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ich glaube, dass ich die. Ja, ich behalte mal ein. Auf jeden Fall. 48.000. Thank you. What are you buying? Oha, hier ist einfach mal alles gefühlt neu. Wow. 200. Is that all? Thank you. Gucken wir noch. Von 13 auf 15. Is okay. That all? Thank you. Boah. Das machen wir auf jeden Fall. Thank you. Ich würde mich, glaube ich, echt dafür eher entscheiden. Thank you. So, wir können. Na, knapp. Knapp. What are you selling? Boah, die
ist einfach schon 109.000 wert. Ich überlege, ja komm, wir verkaufen das auch. Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Come back, Eddie. Ist halt leider geil. Apropos Ashley. Wo ist denn die Olle eigentlich? Gibt's hier keine Vogelnester mehr? Frage ist jetzt Krauser oder Salazar? Kann ich mein Messer aufleveln? Ich möchte mein Messer aufleveln. Ich möchte, dass es instant tötet. Warum kann ich da nicht durch? Warum steht hier so random im Schrank? Ein nutzloser Schrank, wohlgemerkt. Boah, das sieht schon wieder so nach Schatz aus irgendwie, ne? Ich habe schon lange kein Spinell mehr irgendwo von der Decke geholt. Was zündet ihr da eigentlich an? Lassen die sich messern? Resta, resta. Keine Ahnung, was das heißt. Ist halt komplett OP. Drängelt nicht, Jungs. Jeder kommt ran. Ja. Funny. Okay, hier hätte ich auch hochgekonnt. Demselben Ergebnis? Ja, schon. Okay, das war nur Moos. Der sieht doch so aus, als hätte der was. Schränke triggern mich hart.
Hier steht, gib dem Löwen die Opfergabe. Okay. Ein Lannister begleicht stets deine Schuld. Hier ist nichts drin. Ich muss da runter. Oh, das ist cool. Ich wusste gar nicht mehr, dass es hier so eine Art Wüstendingen gibt. Hier steht, weit oben ruht die Gabe für den Löwen. Kann man das? Gehen wir auf Nummer sicher. Oh nee. Das mit der Kettensäge ist jetzt aber nicht so ganz euer Ernst, oder? Oh. Ich warte auf den Kettensägen-Typen. Kommt der nicht, oder? Ach, der wartet, glaube ich, da oben. Warum wartest du denn? Man kann es so gerne machen, aber wieso? Die läuft auf jeden Fall noch, die Kettensäge. Immer noch. Okay, der bleibt da stehen. Perfekt. Ja, sag mal, wie viel frisst denn der? Aber jetzt bewegt er sich rechts von mir gleich doch. Kettensäge ist aus. Jetzt geht's wieder los. Mm-hmm.
Schlüssel für die Mine? Will ich das? Wollen wir in die Mine? Bin mir nicht sicher. Es hört sich so an, als läuft da jemand. Ja, moin! Oha! Ja, wo kommt ihr denn her? Sag das doch, dass da auch jemand durch die Tür kommt. Na, ich warte noch. Ist ja einfach noch so ein Kettensägen-Typi. So, Leon, jetzt nimm diese Kettensäge und geh weiter. Ist halt so unlogisch, ne? Ich habe mir die Kettensäge geschnappt und werde da durchgemetert. So, von hier oben hatten wir jetzt alles richtig. Ich kann auch wohl nur hier raus. Wow. So, da waren wir jetzt schon auf der Seite überall. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay, hier vorne ist nichts. Er stand aber auch schon eine Weile. Jetzt fehlt Gelb. Das ist die Mine? Wie sieht das aus wie so eine Grabstätte? Also nicht wie eine Mine, eher wie Katakomben. Oh nee, nicht schon wieder. Kann ich da jetzt schon mal? Okay, anscheinend nicht.
Pest oder Cholera? Pest oder Cholera? Jo, das ist ganz gut. Alle? Alle. Ich glaube, das Zepter bringt mehr, aber was weiß ich schon. Das sieht doch auch schon wieder nicht gut aus. Hier sieht gar nichts mehr gut aus. Irgendwo glitzern. Oh, das sieht nach Arena aus. Was schmeißt ihr mir jetzt schon wieder hin? Ein Ganados auf ganz engen Raum. Ach, ein Elgigante. Eine ganze Kettensägenfamilie. Hunde. Oder es ist halt so ein absoluter Mindfuck. Man denkt, jetzt kommt was voll Übles und es passiert gar nichts. Oha! Es sah halt voll nach Arena aus. Okay. Kann ich da nicht rüberspringen? Natürlich nicht. Okay. Ah. Boah, hinter mir hat auch. Ja, ich bleib mal im Hintersten. Ups. Da war ich nicht schnell genug. Das, liebe Leute, finde ich gar nicht okay.
Boah, brutal. Warum denn schon wieder so ein Kettensägen-Typ? Wie seid ihr Gaga? Ich brauche die Dinge. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein, da war Munition. So ein Kack. Ist ja heikel. Also A, bin ich fast tot. Und B, war da bestimmt Munition, die ich brauchte. Munition oder gelbe Pflanze, bitte. Opferstein. Mhm. Jetzt komme ich bestimmt am anderen Brunnen raus. Oder so ähnlich. Gut, ihr kennt das Spiel. Bis zur nächsten Folge. Ciao.